Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Video. Heute geht es um den Mod Swords Plus und ja, jetzt fangen wir mal an mit dem Crafting. Also ich zeige jetzt nicht alle Crafting-Rezepte, weil es sonst zu viel wird. Ja, also. Den Empty Hit, das ist einfach nur der Henkel. Dafür braucht man hier die Eisenbarren und man Eisenbahn und Leder. Dann die für die Klinge einfach in die Crafting Box so diagonal anordnen. So. Jetzt kommen wir zu den verschiedenen Diamanten. Also, diese S-Related Dusts bekommt man von einem neuen Ore, die hinzugefügt werden mit dem Mod. Ja, und das müsst ihr einfach abbauen. Einfach dann einen Diamant drumherum. Und dann bekommt ihr ein Goodness Gem. Das ist eigentlich der Grundstein für alle Diamanten. So, dann hier den Earth Diamant. Dafür brauchen wir einfach hier ein paar Setzlinge. Und dann noch den Goodness Gem. So, dann für den Wasserkristall einfach hier ein Goodness Gem und drumherum Wassereimer. So, dann hier zu dem Fire Diamant ein Goodness Gem und drumherum einfach Lava-Eimer. Dann für den Light Gem einfach Goodness Gem und drumherum Leuchtsteine. Und dann jetzt noch für den Shadow Gem einfach 4 Enderperlen in die Ecke und ein Goodness Gem in die Mitte und den restlichen Platz einfach Seelensand. Gut. So. Jetzt zu den Schwertern. Also Binaural Rapier, das ist eigentlich ganz einfach. Dafür brauchen wir einfach den Empty Hit, Spinnenauge und dann noch die Klinge. Dann bekommt man ein Binaural Rapier. So, ein Dynast Blade, dafür braucht man einfach 2 Goldbarren, ein Obsidian und dann auch wieder den Empty Hit und die Klinge. Und für die Mikos Blade, genau dasselbe, eine Klinge, dann ein Empty Hit und dann noch 2 Gaststrähnen und in die Mitte ein Gold Nugget. So, jetzt schon zu den etwas besseren Schwertern und zwar das Iron Blade. So, Empty Hit. Dann 2 Diamantblöcke, ein Enderauge in die Mitte und dann ein Klinge oben in die Ecke. Dann ein Chosen Blade, das ist auch ganz einfach. Fire Elemental Gem, also das heißt hier, dieses hier. Und dann ein Diving Goodness Blade. Ja, so. Ups. Und dann noch hier die Blade of Hero. Dafür brauchen wir den Light Elemental Game. Light Elemental Game. Wie komme ich immer auf Game? Und dann ein Chosen Blade, also das heißt das hier. So. Dann kommen wir noch zu den Bögen. Und zwar der Diamantbogen. Auch ganz einfach zu bauen. Hier, wie man hier sieht. Und dann noch ein Swiftbow. Das heißt einfach genauso wie ein normaler Bogen, nur dass da in die Ecken noch Federn kommen. Jetzt kommen wir zu den ganzen Special Attacks, zu den ganzen Schwertern und wir sehen uns dann gleich. So, da bin ich wieder und jetzt fangen wir einfach mal an. Das erste ist die Auturia Blade und zwar hat die eine Special Attack von Instant Heal und sie macht genau 8 Herzen Damage. So, das sehen wir. Wenn wir jetzt mal gucken. Zack, nochmal angreifen. Ja, jetzt ist es... damit sie nicht verbrennen. So, also zack, einfach mal angreifen und 2 Schläge. So, jetzt aber brauchen wir mal kurz, komm, nimm mich an, danke. So, anscheinend haben wir die schon benutzt, die Special Attack, oder die kommt einfach von selber irgendwann mal. Gut. So, jetzt kommen wir zum Titan Blade. Es ist ein ziemlich starkes Schwert, was 6 Herzen macht und es hat eine Power-Attacke von Poison, also das heißt, es vergiftet die Monster. Wie wir sehen, hier ist es jetzt vergiftet. Und mit 2 Schlägen ist es tot. So, jetzt kommen wir zu Dynast Blade. Das macht einfach, 3 Damage oder mit Crit macht's gleich 12. Also muss man erstmal Crit reinschlagen, dann
12 Damage, also das heißt, wenn man so springt und schlägt, macht 12 Damage, also schon ziemlich viel. Und ja, gucken wir weiter mit dem Schwein. Ein Schlag töten. Ja. So? Nö. Okay. Ja, nun kommen wir zum Blade of the Hero. Es macht 9 Damage und hat eine Healing. So von 2 bis 3 Sekunden tut's ein Herz auffüllen. Aber da wir jetzt halt volles Hunger haben und volle Leben, sehen wir es jetzt nicht wirklich. Einfach mal anhaben und dann schlagen. So, gleich müsste es regenerieren. Also jetzt regeneriert es doppelt so schnell, da wir ja volles Essen haben und dann noch mit dem Schwert. Und wie ich sehe, geht das nicht kaputt. Nein, also es geht nicht kaputt. Das Schwert. Also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Bug ist oder ob das so gewollt ist, aber ich finde, es ist gut. Ja. So, jetzt kommen wir zum Goodness Blade. Das ist ein normales Schwert, was keine Power-Attacke hat und was einfach 3 Damage macht. Also nicht sehr stark, aber es reicht. So, jetzt kommen wir zur Scary Goodness Blade. Es ist einfach eine verbesserte Art Goodness Blade und es macht doppelt so viel Damage, das heißt 12. Also wenn wir es zweimal schlagen, ist er tot. Da sie nur 12 Leben haben. So, das sehen wir jetzt beim Chosen Blade. Es ist einfach ein normales Schwert, was eine Power-Attacke hat von Healing. Und sie macht 9 Damage. Also, mal kurz angreifen. Komm, Zombie. Ja, jetzt musst du sterben. So. Ja, und wir haben eine Schaufel getroppt. Danke, Zombie. So, nun sind wir bei der Great Blade und die macht keine Special Attack, aber dafür 5 Damage. Also das heißt, mit 2 Schlägen, mit 3 Schlägen ist unser Zombie hier tot. So, nun sind wir bei der Calibula Blade und die hat einfach keinen Block, das heißt, wenn man blocken wollen, funktioniert es nicht. Und ja, es macht 7 Damage und Regeneration. Also, lassen Sie es mal kurz angreifen. Lalala. Und 7 Damage, 2 Schläge und tot müsste er sein. Und ja, die Special Attack von dem Schwert ist, dass es sich selber regeneriert. Also, ich lasse das einfach mal hier im Inventar und dann sehen wir, dass es am Schluss irgendwie wieder volle Leben hat. Ja, hier sind wir bei der Blade of Tau. Und ja, die ist unzerstörbar, hat Block und macht 20 Damage. Also, alle sind mit einem Schlag kaputt. Gut. Ja, jetzt sind wir bei 20 Damage und hat aber eine sehr schlechte Lebensdauer. Also, das heißt, der Typ ein Schlag und tot ist es. So, und nun kommen wir zur Diving Goodness Blade. Es ist einfach ein starkes Schwert, was 6 Damage macht und dazu noch Yield. So, nun sind wir bei dem Schwert Arturia Exhalation. Und es ist ein Schwert, was unzerstörbar ist und es macht eine Damage von 8. Also, gleich wenn wir es unten sehen, ist er wieder voller Leben. So, und nun sind wir beim Duff Cake Sword. Das macht nur ein halben Damage hier bei den Lieben. Also das heißt, da könnt ihr richtig lange draufhauen, bis das Schwert kaputt ist. Und es hat eigentlich eine andere Stärke und zwar könnt ihr es essen. Also das heißt, wenn ihr jetzt ein bisschen Hunger habt, könnt ihr einfach mal davon was abbeißen. Also ich habe hier gerade eben keinen Hunger. Naja, esse ich dann später, wenn ich Hunger habe. So, jetzt sind wir bei der Vernal Papier
Und zwar macht sie 2,5 Damage, also das heißt 2,5 Herzen, und vergiftet sie dazu noch. Moment. Und zack. Komm, Gifte. So, auf der Seite steht normalerweise, dass es vergiften soll. Aber anscheinend funktioniert das bei mir nicht. Ah, hier. Jetzt ist es vergiftet. Also anscheinend kann man keine Zombies oder ähnliches vergiften. Ja. So, nun sind wir bei der Blazing Blade. Und zwar hat sie auch die Special Attack, Fire Aspect und macht auch Damage. So. So, und nun kommen wir zu den Bögen. Am Anfang zeige ich euch den Diamantbogen. Und zwar ist es ein sehr starker Bogen, der normalerweise ein Wolf oder eine Kuh oder ähnliches mit einem Schlag tötet, wie wir hier sehen. So, also die Schussweite ist genauso weit wie bei einem normalen Bogen. Jetzt kommt noch der Featherbow, also wie wir hier sehen, schießt der einfach die ganze Zeit und das sehr schnell. Also die Reichweite ist nicht sehr weit und macht auch nicht wirklich viel Damage. So, die meisten Pfeile kann man auch wieder aufsammeln. Also wenn man hier so ein Dingsens hier, irgendein Tier töten wollen, kann man das ziemlich gut als Maschinengewehr benutzen. Und nun sind wir schon am Ende, und zwar habe ich ja am Anfang gesagt, hier, dieses Schwert tut ja aufladen. Und zwar, wenn wir jetzt hier jemanden angreifen, verliert das hier etwas Leben. Ja. Aber dies ladet sich wieder auf. Und dann hier noch das Kuchenschwert. Kann man schön essen. Nam, 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 nam. Ja. So, das war's jetzt mit der Modifikation. Und ja, habt ihr vielleicht einen Vorschlag oder was ich als nächstes machen könnte, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare oder einfach eine PN. Ja, bis zum nächsten Mal.